ich habe mir jetzt einen Kaffee und das Frühstück mache ich jetzt im Auto, weil ich nicht auf dem Präsentierteller sitzen will. Da hier abseits vom Hauptweg geht's, da sind nicht so viele Leute. Und da vorne gibt es bald einen Cache. Sind noch ungefähr 300 Meter. Ja, wie gesagt, der Cache nennt sich Wächter des Grünen. Ich hab's gefunden, weil der Ast, der dort liegt, so auffällig falsch liegt. Drinnen wurde Impfpass und so weiter kontrolliert. Aber hier draußen ist ja schon. Ich habe mir böhmische Knödel bestellt. Also nicht zu böhmischen Preisen, sondern für 15 Euro. Was war das? Überraschend. Direkt hier im Strahlungsbereich, schön warm hier, gibt es ein Gäschen. Zeigte gerade auf 7 Meter Abstand. Mal schauen, was es hier gibt. So, schief, aber noch nicht. So, zeigt immer noch 6 Meter. Aber ich fühle mich ein bisschen beobachtet, weil ich jetzt gerade nicht gucken. Steinfelder mit Aussicht auf Lausitzgebirge. Der Berg, kann man nicht aussprechen, wegen wie das auf Tschechisch gesprochen wird. Ein flacher Berg mit zwei Gipfeln an der Grenze mit Deutschland, die durch seinen südlichen Gipfel. Der Gipfel des Bergs wurde schon im 18. Jahrhundert besucht. Auf dem südlichen Gipfel waren bis Jahre 1946 zwei Gaststätten. Aber die tschechische Hütte ist notbrand. Die deutsche Hütte dient noch heute. Im Jahre 1891 wurde auf der nördlichen in Deutschland ein steinerner Aussichtsturm und eine Gaststätte gebaut. So, der nächste Cache hier kurz vor dem Turm heißt Lutzputz 5.0. Ein Hinweis gibt Steinreich. Ich glaube, ich habe ihn schon.
steinreich komme, wie im Himmel, also auch auf Erden. Ist ja niedlich. Hätte hier eine größere Dose erwartet. So, aber jetzt müssen wir nur stolz weiterlaufen. Nach Jonsdorf. Den Turm lassen wir außen vor. Sehen wir sowieso nicht mehr als von der Hütte aus. Und wir laufen noch bis ran. Wer zu faul zu laufen ist, kann auch damit fahren. Wir sind nämlich schon mitten im Skigebiet. Wird knapp. Es ist um 5 und ich weiß es nicht genau jetzt, 17.20 Uhr, 17.10 Uhr bis 17.20 Uhr fährt der Zug. Kann passieren, der ist weg. Zum Thema Schmalspurbahn fällt mir immer wieder der Spruch ein, den meine Tante früher immer gerne rausgehauen hat. Habe ich mich als Kind, hat mir das immer gefallen. Ich zitiere mal trotzdem, obwohl er heute gegen sämtliche Regeln verstößt und zutiefst rassistisch ist und gegen Dicke und gegen Polizisten und was weiß ich, gegen was noch, aber ich traue mich trotzdem den auf den Zug zu bringen. Eine kleine Dickmadam. Vormal mit der Eisenbahn. Eisenbahn, die krachte, Dickmadam, die lachte. Lachte, bis der Schutzmann kam und sie mit zur Wache nahm. Auf der Wache wird sie frech, baut, da hat sie eine Wäsch. Ja, meines Erachtens ging der Spruch noch weiter. Aber ich habe jetzt weder im Internet noch in einem alten Buch, weil ich habe die restlichen Verse gefunden. Ich kann mich eigentlich erinnern, dass es da noch mehrere Folgen gab.
ja hier vom Bahnhof Berzdorf. Hab ich jetzt noch 4 Kilometer zu laufen, also ungefähr ein Stündchen. Ganz entspannt, schön durch den herbstlichen Wald, der bald schwarz wird. Ich laufe jetzt nicht direkt über Eugen, sondern rechts dran vorbei. Ja, Hunger habe ich zwar keinen, aber ich denke mal, dem Namen nach gibt es da auch nichts zu essen. Ich bin heute ungefähr 12 Kilometer gelaufen, wie alt gedacht. Dafür ein schönes Bier getrunken und die Gulasch gegessen. Und noch die Beine. Oder schon, und jetzt geht es.